Die Digitalkonferenz gibt unseren Anwendern, aber auch Interessierten einen Einblick darin, wie sie ihre Digitalisierung noch weiter vorantreiben können in ihrem Unternehmen. Also man kommt natürlich mit der Erwartung her, Neuigkeiten zu erfahren. Was ist dieses Jahr gelaufen? Wo geht die Reise hin? Top oder 5, wesentlich schneller und vor allem intuitiver. Mich hat es motiviert, hier als Referent aufzutreten, weil ich gerne teile, was ich für Erfahrungen gemacht habe in dem Projekt mit Jobrouter oder in den Projekten. Und wenn man etwas teilt, kommt man im Regelfall etwas zurück, ja, und kann auch Erfahrungen von anderen Teilnehmern mitnehmen. Also ich hatte an die Digitalkonferenz die Erwartung, die neue Jobrouter-Version zu sehen. Zu sehen, wo hat sich Jobrouter in dem letzten Jahr hin entwickelt und was sind die zukünftigen Themen. Der Beitrag von Axel Ensinger. Es war wirklich interessant zu sehen, dass das, was er da vorgestellt hat, wohin die Zukunft gehen wird bei Jobrouter, exakt zu dem passt, wo wir sagen können, okay, das ist unsere digitale Vision, die wir eigentlich bei unserem Unternehmen umsetzen möchten. Die Veranstaltung ist vom Zeitablauf gut. Ein Tag ist prima, das kriegt man hin. Es sind interessante Anregungen. Und ich denke, da kann man eigentlich jedes Jahr so ein Update gebrauchen. Wir werden nächstes Jahr auf alle Fälle wiederkommen. Ja, definitiv. Sehr gelungene Veranstaltung und wird sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich bei Jobrouter war.